Guten Morgen! Guten Morgen, Bob. Bist du bereit? Ich bin bereit! Ich bin richtig bereit, die Pflanzen zu gießen. Ja, und ich hacke hier den Baum kaputt. Willkommen zum Mardi, übrigens. Ja, heute ist Mardi, Minenausweichdienstag. Besser geht's nicht. Zwei Minentage hintereinander. In einer Folge. In einer Folge. Das gibt's einfach nur hier. Glaube ich. Ich hack den Baum kaputt. Ich hack den Baum kaputt. Nachher habe ich keine Energie mehr. Das merke ich wollte eben sagen, das ist eigentlich gar nicht so klug. Aber ich habe, nee, ich habe, 1000 Lachsbeeren noch gut, dabei. Sehr gut. Oh, nein, selbstverständlich. Muss ich eigentlich neue Bäume pflanzen oder willst du das? Schmeiß erstmal in die Grünkiste. Oh, Schmetterlinge! Cool. Oh, ich habe Holz eingesammelt. Nanu? Auch Silvers? Da. Ja, das alles brauche ich nicht. Denk dran, dass du die Sense hier lassen kannst. Ja. Denk dran, dass das Holz nicht in die Grünkiste kommt. Hä? Achso. Du hast gerade gesagt, dann packst du in die Grünkiste. Hat er gesagt. Ihr wart dabei. Die Baumsamen. Ja, das so, ich muss da auch noch ran. Ja, ja. Und los. Sense weg. Die Angel brauche ich gerade auch nicht. Naja. Ja, doch. Los. Lass mal testen, was schneller ist. Hier oben rum und du gehst über die Bushaltestelle. Obwohl, ich glaube, hier oben rum ist definitiv schneller, ne? Was weiß ich denn? Ja, dafür machen wir dieses Let's Play, um solche Sachen zu testen. Ich habe noch zwei Gewürzbeeren gefunden. Echt? Dafür machen wir das Let's Play? Ich dachte, wir wollen einfach nur YouTube-Money einsacken. Ach so, ja. Ja, das, und stinkend reich werden. Das machen wir so nebenbei. Oh, ich muss hier nur eine Blume einsammeln, Entschuldigung. Eine Edelwicke? Ja. Geil. Ich bin in der Mine. Ich nicht. Level 35. Oh, wir waren schon auf Level 35? Krass. Da war noch eine Edelwicke. Die habe ich jetzt aber stehen lassen. Einfach weil ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe, weil ich so langsam bin. Ja, die steht morgen auch noch da. Das will ich ja wohl hoffen. Ich habe keine Fackel mitgenommen. Ich auch nicht. Bist du schon am Machen? Ja, ich bin hier schon am Fighten. Ja, so klar. Komm her. Was ich noch ansprechen wollte, seit der, keine Ahnung, wie vierten Folge. Wir hatten ja in der einen Folge über Werbung gesprochen, ne? Ab wann ist Werbung und bla bla bla. Wie sieht das eigentlich aus? Oh, Leiter. Wie sieht denn das eigentlich aus? Sagen wir mal sowas wie Negativwerbung, so betitel ich das jetzt mal. Also wenn du quasi... Also wenn man... Ja. Sagen wir mal so, manche Firmen haben ja... sagen ja immer, es gibt keine schlechte PR. Ja, okay, stimmt. Ja, du nennst etwas, also machst du irgendwie auch... Die reine Nennung ist fast schon Werbung oder kann als Werbung, ob du es nur schlecht machst oder nicht, kann das schon als Werbung gelten. Das heißt, du musst immer irgendwie noch sagen, ja, entweder, ja, hier, keine Werbung, hier ist eine Leiter. Bin auf dem Weg, muss noch einen Schattenduft bekämpfen. Du nennst eben auch noch mehrere. So, das machen viele, die halt immer sagen, ja, es gibt auch noch andere Produkte dieser Art von bla bla bla. Okay. Blablabla. Na, ich hatte eher noch an den an dieser. Oh, Leiter. Gleich beim ersten Schlag. Oh, noch eine Leiter. Ja, ich hatte an sowas gedacht, so wo ist halt diese Abgrenzung zu, ich sag halt meine Meinung über dieses Produkt oder so. Ja. Und also man kann das ja halt auch in dem Sinne, ja, wie sagt man, beleidigen oder so. Ja. Also wenn du es halt schlecht machst. Rufmord. Ja, genau, so in die Richtung, also weil... Na, Rufmord ist ja schon fast, dass du es da wirklich, dass du da grobe Anschuldigungen schon machst, ne, also... Okay, aber wie ist denn das, wenn jetzt diese Sachen... Wenn du zum Beispiel sagst, Nestle ist ein Scheißkonzern, dann ist das ja, beruht das ja auf Fakten und nicht unbedingt Leiter? Auf... Oh yeah! Das ist kein Rufmord mehr.
Oh, die verkackte Schleuder. Vielleicht bist du ja ein Schleudermensch. Wieso überhaupt kein Schleudermensch? Ich hasse die Schleuder, die kommt direkt weg. Zack, in den Müll. Richtig weg? Ja, hab die direkt in den Müll immer geschmissen. Ich hasse die. Boah. Na, vor allem brauchst du Steine als Munition. Das ist ja. Ja, das ist halt lächerlich. Ich brauche ein gutes Schwert und eine Leiter. Oh. Ja, deswegen, also da hatte ich halt überlegt, so, wo ist halt die Grenze zwischen, ich sag halt irgendwas. Ja. Ne, darüber. Und. Es ist halt so schwierig, ne? Weil Werbung muss ja rein theoretisch immer ehrlich sein, ne? Ja. Und wir wissen ja alle, wie ehrlich so Werbung ist. Oh, hier, Leiter. Ja. Oder wie Werbung aussehen würde, wenn sie mal ehrlich wäre. Ja, oh, ich nein, pack's. Ah! Was denn? Bist du jetzt hochgegangen? Ich habe die Mine verlassen. Naja, ist ja nicht schlimm. Für dich vielleicht. Du willst einfach nur wieder, dass ich irgendwelchen Quatsch in die Infokarte packe. Aber ja, wenn ehrlich Werbung wäre. ja. Deswegen, ja, keine Ahnung, habe ich mich den einen Tag so gefragt, okay, wo ist halt dieses, ich nenne Fakten oder ich mache Werbung oder ich begehe Rufmord oder so, wo sind da so die Grenzen, dachte ich mir den einen Tag, aber ich glaube, darauf gibt es wahrscheinlich einfach keine einfache Antwort. Oh, ich habe noch einen Aquamarin gefunden. Das ist, ja, ich bin ja auch echt kein Rechtsspezialist, ne? Nee, aber der Sollmecker. Ja, der ist. Und wieder was in die Infokarte. Oh, jetzt kriegt er Hunger. Leiter. Oh, hervorragend. Ja. Ja, das zu dem Thema. Ansonsten, war ich vorhin bei Makers. Oh! Es gibt auch noch andere Fastfood-Ketten wie KFC. Achso, not a sponsor. ja, ich war bei Mc's und ja. Ist die Frage, ob man muss das denn sein, dass man da hingeht, Bob? Auf keinen Fall. Muss auch nicht sein, dass ich überhaupt was esse, aber dann sterbe ich halt. Na, dann muss es ja schon sein. Überlebenswichtig ist ja. Ist halt nur die Frage, was man isst, ne? Ja. Also, ich habe diesen Homestyle Chicken gegessen. jetzt mache ich halt wirklich Werbung dafür, ne? Obwohl, wenn die Folge raus ist, dann gibt's das wahrscheinlich schon nicht mehr. Es gab irgendwie so Spicy Chicken Nuggets. Die wollte ich unbedingt probieren. Dachte mir so, ja, ich mag Spicy. Ja. Und die waren halt einfach so gar nicht spicy. Das ist das jetzt Rufmord? Nein. Obwohl spicy ist ja subjektiv, ne? Und wir wissen ja, ich mag Chilis. Ja. Also spicy ist für mich einfach was anderes. Bob mag es scharf. Oh ja. Oh, ich nicht. Ja. Ich bin da total der Anti-Bob. Hm. Weil ich hasse es, wenn es scharf ist. Aber scharf ist geil. Nee, scharf ist einfach nur nervig. Ach. Das hat doch nichts mit Geschmack zu tun. Das hat was mit Nicht-Geschmack zu tun. Weil es ja deine ganzen Geschmacksnerven einfach anritzt. Tötet. Ja, also ja. Ich bin jetzt nicht so einer, der von hier. Daher ist es genau. Ja. Von daher ist es das absolute Gegenteil von Genuss. Also, sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht so einer, der hier mal so eine Buccio-Lokia zum Frühstück nascht. Das ist ja schon mal Quatsch. Auch keine so eine, was ist das, Trinidad Scorpio, was ich auch immer. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das war eine Zeit lang die schärfste Chili der Welt. Warum ist es jetzt nicht mehr? Na, weil es jetzt eine neue Züchtung gibt, die halt noch schärfer ist. Weil alle einfach verrückt sind, die Chilis züchten. Ja. ja, du machst das mit der. Wie viel hat die? 10 Millionen Scoville oder? Weiß ich gerade nicht mehr. Oh, Leiter. Natürlich die letzte. Ja, nee, also so bin ich nicht. Also es muss halt schon, also es darf scharf sein, aber es sollte halt nicht so sein, dass es mir einfach die Fresse wegbrennt. Weil das ist, dann finde ich es auch nicht mehr schön. Weil dann ist es auch albern. Also, ne. Ist es total. Oh, Leiter. Ja. Immer, wenn man hier gerade einen Stein klopft. Ja. Ah, die Musik ist gut. Oh, ich habe gar keine Musik gerade.
Ich meine Musik. Nicht? Ich habe nicht meine. Oh. Habe ich meine Musik ausgeschaltet? Warte mal, muss ich mal nachgucken. Hattest du nicht zum Anfang der Folge irgendwie? Nö, Musik ist bei mir. Die kommt also halt auch nicht halt, immer. Die ist auf ein Minimum reduziert, aber die müsste auftauchen. Die kommt ja auch nicht immer. Oh, leider. Warte, da oben ist noch ein. Oh, was. Dann hol mal das. Ein Quarz. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich auch Musik. Bam, 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 bam. Ja, ich finde das cool, wenn man später so diese. Oh, leider. Wenn man diese Jukebox bekommt von Gast, glaube ich. Dann ist das cool. Man kriegt eine Jukebox? Ja, oh, Spoiler-Alarm. Hm. Leute, man kriegt eine Jukebox. Ich weiß, welches Lied ich da hören will. Echt? Welches denn? Das beste Lied überhaupt. The best song ever? Von was war das? One Direction oder Big Time Rush oder so? Nein, das beste Lied überhaupt. Weiß ich nicht. Wow. Verrat es, schreibt es bitte in die Kommentare. Bob merkt ihr es als Frage. Also. Wenn ihr wisst, welches das beste Lied überhaupt ist. Schreibt lieber Butschmann in die Kommentare, dass man bei dieser Jukebox keine eigenen Songs abspielen kann, sondern nur In-Game-Songs. Ja, aber die können wir doch bearbeiten, oder nicht? Ich möchte keine GEMA zahlen. Nee, können wir nicht. Ach, Mann. Tja, Butsch, hier ist eine Leiter. Ja, und meine Energie ist schon wieder down, und down, 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 down. Baby, are you down, down, down? Oh, Harz. Schön. Kann man die Kristalle auch einfach mal aufsammeln? Welche Kristalle? Was? Wo? Na, hier diese Glasteile, die man. Die kannst du mit dem Schwert kaputt machen. Aber kann man die auch aufsammeln? Und nicht nur kaputt machen. Ich glaube, die droppen, glaube ich, nur ganz, ganz selten irgendwas. Also lohnt sich, glaube ich, nicht unbedingt, die kaputt zu machen. Schale. Schade Schokolade? Ich wollte ihm sagen, so viel brauchst du eigentlich ja gar nicht mehr essen, weil wir müssen jetzt gleich dann zurück. Ja, aber. Nee, wir müssen ein Level müssen wir noch schaffen. Dann haben wir die 50. Komm schon. Das wird aber dann ganz schön spät. Oh ja, jetzt. Such die Leiter! Ich bin noch dabei. Ja, irgendwie, aber du. Aber was? Du schaffst es ja nicht. Der Poncho? Wo bleibt denn die Leiter? Die hab ich versteckt unter einem dieser Steine. Och nein, jetzt muss ich auch noch mal was essen. Oh, Butsch, das wird nix, ey. Aber in unserem Stream haben wir das ganz anders gemacht. Zu Hause hat's noch funktioniert. Ja, hallo Leute, willkommen bei meinem Stream. Ich will euch jetzt zeigen, wie das hier so. Das ist Stardew Valley und ich zeige euch jetzt hier, wie das funktioniert. Man muss hier in die Mine rein und dann hat man gewonnen. Das war. Bitte lasst mir ein. Für weitere Tipps folgt mir auf Instagram. Alter, wir finden diese Kacke nicht. Das Blöde ist, wenn wir nicht rechtzeitig zu Hause sind, verlieren wir Items aus dem Inventar. Das heißt, wir müssen jetzt echt zurück. Wir gehen doch morgen eh nochmal. Naja, wir haben jetzt aber halt 4 Level dadurch quasi verschenkt. Ja, ist doch jetzt. Schnell! Das schaffen wir nicht mehr, Butch. Also bis ins Haus schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr. Dein Haus stand aber links oben, ne? Oder? Ja. Nein, links unten. Ah, verdammt. Das müssen wir mal umsetzen. Geht das? Ja, die kann man umsetzen bei Robin. Kostet auch nichts. Warum? Nö, das kostet natürlich nichts, ne? So ein Haus umsetzen kostet nichts. Also auf dem Hof ist schon mal gut, aber Alter. Wir müssten im Haus müssten wir umfallen. Dann ist das noch akzeptabel. Dann verlieren wir auch kein Geld. Ja, wir kommen doch jetzt noch ins Haus rein. Hallo? Guck mal, aber ohne Probleme. Hätten sogar noch kurz machen können. Hätten das Level noch geschafft. Oh, was war das? Wow. Was war das? Ich weiß nicht. Bob, was ist passiert? Letzte Nacht gab es ein Erdbeben. Ich weiß was. Was passiert? Was ist? Was das ist? Verrate ich nicht. Königin der Soßen ist drin. Radieschensalat. Ja, ich habe gerade andere. Ich muss gerade gucken, was passiert ist. Radieschensalat. Ich habe Post bekommen. Ich auch. Lies mal vor.
Butch, das ist so peinlich. Ich habe meine violetten Glücksshorts verloren. Ich sag dir das, weil ich dir vertrauen kann. Wenn du sie findest, bring sie mir unauffällig zurück. Ich zahle gut. Danke, Bürgermeister Lewis. Cool. Ich weiß sogar, wo die sind. Hey, ich weiß auch, wo die sind. Das habe ich mir gemerkt. Habe ich an. So, was ist passiert? Ich muss erstmal ausladen. Zeit. Ja, ich auch. Wir müssen wieder Minenmittwoch. Ja, das ist korrekt. Deswegen können wir jetzt nicht lang gucken, was hier passiert ist. Oh. Das muss nämlich hier gleich mal. Das. In die To-Go-Kiste muss noch was rein. Nämlich das und das und das und das. Und das. Und gießen. Ja, gießen auch noch. Ja, was ist in der Nacht passiert, Butch? Hast du erstmal eine Theorie? Ein Erdbeben. Okay, was könnte... Ja, irgendwas muss kaputt gegangen sein dabei. Ach so. Irgendwas Erdbeben und dann könnte entweder was aufgegangen sein oder was und kaputt gegangen. Ach so, ich dachte Erdbeben, was geht denn? In Pelikan geht ein Bidum. Du bist schon so ein Bidum. Vom schicksten Willen Bidum, Viertel. Bidum, Bidum. Bis... Du komm. Ja, okay. Nein, guck mir halt morgen an, was passiert ist. Wir erfahren es dann in der nächsten Folge. Das ist ja das Schöne an Stardew Valley, ne? Du kannst das ja auch morgen machen. Es fühlt sich aber nicht richtig an. Wo gehst du lang? Was? Nix? Hast du einen anderen Weg? Was? Nee. Ich habe eben kurz den Zuschauern was gezeigt. Den guten Bubos. Oh, du bist ein Ding. Mann, ey, hier. Was denn? Und rein hier. Level 45. Boah, was geht denn da? Na, Butch macht die Monster kalt. Wie immer. Ha! Treppe. Leider, meine ich. Ja. Da sind die nächsten. Kommt her. Ha, leider. Yeah, Omnigeode. Cool. Ja. Dann nehme ich nicht nur Meister der Schätze, sondern auch Meister der Omnigeode. Das ist quasi... Ich habe das Gefühl, es wird nicht die letzte gewesen sein heute. Okay. Ich merke schon, dass jemand ambitioniert. Ja, und ich habe nämlich schon die nächste Treppe gefunden. Ja, ich habe dafür 3 Quarzkristalle eben noch gefunden auf der Ebene. Ja, ist halt Aufgabenverteilung. Ja, ne? Ist richtig. Der eine macht seins und der andere macht was Nützliches. Das ist doch okay. So, was können wir hier jetzt noch erzählen? Weil für die ganzen Zuhörer des Butchbob 42 Podcasts. Du, wir können einfach mal die Schnauze halten. Achso. Damit die Leute dann auch mal wieder das Spiel gucken. Die wollen ja das Spiel hören. Ja, nicht nur mit Augen zu da sitzen und schlafen die ganze Zeit. Das hat doch. Auch bei Bolle penne ich immer ein. Echt? Ich penne bei Bolle immer. Aber das sage ich ihm auch. So, ich mache jetzt Mittagsschlaf und höre dir weiter zu. Ja, ist doch schön. Kaffeebohnen! Ja. Und zwar Döschen. Ja, einschlafen. Ja. 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 Ich bin den einen Tag... Ich mache das gerne. Ich mache mir gerne irgendwie Let's Plays an. Irgendwie, ob das nur Gronkh ist oder sonst wer. Es gibt auch andere gute Let's Player in Deutschland. Uns zum Beispiel. Ja. Da schlafe ich gerne einfach nebenbei. Das höre ich und dann schlafe ich. Das mache ich schon immer so. Tundra-Stiefel. Geil. Level wird gleich mal angezogen. Hä, hey, natürlich. Geil. Nice. Ja, ich bin in einen Tag, also ist auch schon wieder eine Woche oder so her, bin ich bei deinem Stream auch irgendwie eingeschlafen. Das ist vollkommen. Ach, okay. Das war am Dienstag war das sogar, als du mich versetzt hast.
Und dann, stimmt, da war es. Und dann, cool, ja, dann bin ich einfach nach Hause gekommen, wusste einfach nichts mit mir anzufangen quasi. Und dachte mir. Fun Fact. Was? Ich habe ihn nicht mal versetzt, wir hatten nämlich gar nichts richtig geplant. Ja, es war Dienstag. Dienstag ist Aufnahmetag. Ja, aber irgendwie. Ja, keine Ahnung. Und ich dann so, ja, jetzt ist irgendwie so um 9. Brauchst irgendwie auch nichts mehr anfangen, so. Also vielleicht kennen das die Zuschauer ja auch. Das ist so, es gibt einfach so Zeiten, so, da lohnt es sich nicht mehr, irgendwas anzufangen. Man will aber auch nicht irgendwie ins Bett gehen oder halt untätig sein, so. Und oh, diese Zeiten gehen mir richtig hart auf den Keks. Das also ist ganz mal schlimm. Butch. Ja, dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe deinen Stream angemacht. Hab noch ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwelchen Quatsch oder so dann auch geschrieben. Ach, hier ist eine Leiter übrigens. Das stimmt. Und hab dann aber irgendwann, also bei mir ist so, wenn ich jetzt so abends mit dem Handy noch irgendwie im Bett liege oder so, dann, sobald ich das erste Mal quasi wegnicke, also man merkt ja dann, wenn man so richtig müde ist und dann so mal der Kopf wegnickt. Ja. Dann lege ich das Handy meistens direkt weg und Augen zu, weil dann schlafe ich einfach richtig gut ein, weil dann schlafe ich halt auch sofort ein. Ich quäle mich dann immer noch eine halbe Stunde. Nee, ich gar nicht, weil irgendwann überschreite ich diesen Punkt, da ist es mir dann wieder egal. Ich bin heute im Zug gefahren, da hatte ich das auch so kurz. Aber da habe ich Podcast gehört und da war dann, Zugfahren macht halt echt keinen Spaß. Echt? Na gut, also zur Zeit sowieso nicht. Ich bin seit ewiger Zeit mal wieder Zug gefahren. Naja, das ist noch nicht mal das Problem. So, das Problem sind die anderen. Das Problem sind sowieso erstens immer die anderen. Hier ist übrigens ein Rucksack, der da rum liegt. Das ist sehr gut, da ist Kohle drin. Krass. Hier ist eine Leitung. Und ich habe wieder Musik. Das ist schön. Zug fahren. Aber du kannst halt nicht schlafen. Du kannst halt einfach nicht pennen. Ja. Weil es einfach, wie willst du dich da hinlegen? Es geht nicht. So, sind wir mal ehrlich. Geil, Kristallfrucht. Oh ja, die brauchen wir. Oh, ich will diesen Geist noch kaputt machen, weil dann kriegt man diese Solaressenz oder so. Auch. Und die Solaressenz brauchen wir halt auch. Ja. Aber der haut halt oh, perfekt. Ab. Was ist. Ah, und ich habe noch einen indischen Glaswelt bekommen von dem Geist. Ah! Ja, Hommel. Okay, was macht er hier? Zugfahren? Nee, ich muss sagen, ich finde Zugfahren in dem Sinne entspannt, weil ich bin ja jemand, viele wissen es, ich lese, aber ich lese nur, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. So bin ich auch. So bin ich auch. Und seit Corona, seit ich das nicht mehr mache, komme ich nicht mehr zum Lesen. Genau so geht's mir auch. Weil mir die Zeit innerhalb des Tages fehlt. Genau so geht's ich mir auch. Ich habe meine fünf. Pass auf. Ich habe in der normalen Arbeitszeit habe ich meine Viertelstunde hin und Viertelstunde zurück ungefähr oder 20 Minuten, die ich halt mit der U-Bahn fahre. Und das ist auch genau meine Zeitspanne, meine Konzentrationsspanne beim Lesen. Ah, okay. Das heißt, wenn ich mehr lese oder wenn ich länger lese, fange ich an in so einen. Dann liest so einen, du alles doppelt, stell weiter. Genau, genau. So. Das heißt, ab dem Moment bringt es mir nichts. Und das sind genau diese halb. Zweimal am Tag, 20 Minuten, Viertelstunde ungefähr. Und das hat mir so Spaß gemacht. Ich habe ein Buch nach dem anderen gelesen. Ja, ging. Und seit ich zu Hause bin. Furchtbar, oder? Fällt das halt komplett weg. Bei mir auch. Ich hasse Leider. Das. Aber ich würde den Geist hier eigentlich gerne noch umhauen. Ich bin so sauer. Das ist so eine Sache, die mich richtig ankotzt. Ja, kenne ich. Kenne ich absolut. Ich habe sonst ein Buch nach dem anderen auch weggelesen. Und seit Corona dann erstmal, also dann eine ganze Weile gar nicht. Also weil ich bin echt nicht so der Typ. Ich kann mich nicht zu Hause irgendwie hinsetzen und ein Buch lesen. Weiß ich nicht. Das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich bei Büchern gemacht. Ich habe halt ein Buch gelesen. Das kannst du nicht irgendwo lesen. Das musst du zu Hause lesen. 50 Shades of Grey, weil dich die anderen sonst komisch angucken, oder? Das solltest du doch nicht sagen. Nein, tatsächlich meine ich. Oh Mann, hier muss ich kurz überlegen. Heißt es der letzte Stein oder der erste Stein? Hm. Das musst du für dich und zwar wirklich.
Also das Buch macht betroffen. Oh, okay. Hat das was mit Jesus halt zu tun? Nee, gar nicht. So. Es hat was mit Krieg zu tun. Oh. Es ist nämlich eine dänische Truppe in Afghanistan. Und das ist einfach, ich will gar nicht mehr sagen, aber das ist der Wahnsinn. Okay. Das ist krass. Und zwar krass in, wirklich krass. Ja. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja, und Wichtiges Buch, finde ich, sollte man mal gelesen haben, auch wenn es einen danach erstmal völlig erschüttert zurücklässt. Echt? So einer bist du also, ja. Also nehm dich Bücher ja. so krass mit. Nicht immer. Also Bücher machen schon immer was mit mir, das ja. Aber was da passiert ist, das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Nee, jedenfalls zwecks Corona, wie gesagt, ein Buch nach dem anderen und dann Öffis so gar nicht mehr. Seit ich jetzt ab und zu mal wieder fahre, geht's. Aber also die Rate, mit der ich halt Bücher jetzt weglese, ist halt so niedrig einfach. Es ist furchtbar. Ja. Und bei mir ist es auch tatsächlich ziemlich gleich. Also ich habe auch so 20 Minuten Anfahrtsweg sonst gehabt. Ja. Perfekt. So, wir müssen halt gleich wieder zurück, ne? Es ist 22 Uhr. Stimmt. Dann ist er schon wieder hier. Ärgerlich. Wo kommt ihr jetzt her? Danke, Corona, ey. Scheiße, meine Gesundheit macht gar nicht mit. Das macht doch meine Gesundheit gar nicht mit. Bin auf dem Weg. Nee, ich bin schon sehr gut, aber trotzdem. 56, schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Komm, lass. Wir schaffen keine 4 Level mehr. Deswegen ja. Sag ich ja, lass ab. Ja, ich mach nur noch schnell meine Energie hier alle und hol ein bisschen Eisenerz. So, ja, und weg hier. Müssen ja auch noch einordnen, umordnen, wegordnen. Nee, das mache ich alles morgen. Vergiss. Na, wenn du an der Kiste bist, kann ich ja sowieso nicht an die Kiste, also. Okay. Aber heute sind wir ein bisschen früher dran. Naja, wird es wenigstens nicht ganz so knapp wie gestern. Wir können uns schon mal über die Abmoderation Gedanken machen, denn die ist auch gleich. Ja, können wir jetzt machen. Also denkt dran, abonnieren, liken, kommentieren, vor allem kommentieren. Würdest du dich bitte erstmal beim Publikum bedanken, dass sie wieder zugeschaltet haben? Danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Müssen wir den Kurs nochmal machen? Wie gehe ich mit Publikum um? Nein, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat wieder richtig Spaß gemacht. Es war eine großartige Folge mit Madi und Mimi. Das war absolut erfolgreich, sag ich mal. Ja, schon. Die nächsten Folgen werden wieder mehr Hofarbeit, mehr Angeln. Vor allem ich werde wieder mehr angeln, denke ich. Ich weiß noch nicht, was ich tun werde. Dinge und Sachen und Zeugs. Aber vorher ordne ich immer noch dieses Zeug hier ein. Weil wir haben jetzt wieder einiges, was in die To-Go-Kiste kommt fürs Community Center. Ja. Ja. Oh, dann siehst du, das kann ich morgen früh. Das kann ich morgen auch noch machen. Oh ja, oh ja, oh ja. Da freue ich mich drauf. So, jetzt komme ich hier mal auch hier. Nein. Komm rein, ist schon vorgewärmt. So, jetzt haben wir keinen Verkaufsscreen oder so. Dann, Leute. Oh doch, ich habe ein Level-Up. Aber ich bin Minenarbeitsstufe 2. Und ich habe Kampfstufe 2. Na, perfekt. Sehr gut. Na dann, Leute. Bis. Gleich. Bis zum nächsten Dido. Mit Bubo. Das bin ich. Haut rein, und du. Ja. Ich kann Treppen bauen. Ich kann ein Lebenselixier herstellen. Großartig. Tschüss.